Hallo und willkommen zurück bei Embers of Mirim. Ist wirklich ein bisschen her. Ich weiß nicht, was passiert ist das letzte Mal. Doch, wir haben die Fliege besiegt. Die Fliege, die eine vermeintliche Spinne war, aber gar keine Spinne war. In Wirklichkeit. Sie ist keine Spinne. Es war nur eine Fliege. Okay, aber ich glaube, wir sind jetzt so ziemlich am Ende der Welt angekommen. Die Musik hier, die geht jetzt schon total ab, obwohl eigentlich gerade gar nichts passiert. Und das ist immer, wie ich finde, ein bisschen verdächtig. Wenn die Musik abgeht, obwohl eigentlich überhaupt nichts passiert. Wir sind jetzt zwar in einem Bereich, hier ist es jetzt nicht schön. Ne? Muss man jetzt einfach mal deutlich sagen. Man kann sich hier nicht aufteilen in seine Ember. Und es ist eigentlich kein schöner Ort. Aber wenn die Musik gleich so überdramatisiert loslegt, dann ist hier irgendwas am Brodeln. Damit meine ich jetzt nicht nur das Gedöns hier, rausgesprudelt kommt, sondern auch so generell irgendwie so, ich weiß nicht, es macht alles so den Anschein, als würde gleich, es würde gleich tierisch die Welt untergehen. Oh Gott. Habe ich es vor ein paar Episoden prophezeit? Vor ein paar Episoden habe ich noch gesagt, was wäre, wenn die Glyphen sich bewegen? Oh Gott. Es ist so viel schwerer, als es aussieht. Das fasst man gar nicht. Ich habe auch die letzten zwei, drei überhaupt nicht mehr erwischt. Es ist viel kniffliger, als es wirkt. Heilige Scheiße. Oh, gerade so. Meine Fresse. Jetzt reizen sie es aber wirklich so extrem aus, bis wirklich gar nichts mehr geht. Jetzt reizen sie es richtig extrem aus. Ich glaube aber nach wie vor, wenn wir hier in diesen automatischen Kanonen drin sind, dann kann uns erst einmal nicht viel etwas anhaben. Meine Güte. Hat mich hier glatt übers Ziel hinausgeschossen. So. Okay, hier können wir uns wieder gut aufteilen. Ich dachte jetzt, eins davon wäre eine Rakete, aber ist es nicht. Das hier sind Raketen. Oh. Ah, nein! Oh Gott, das hätte ich nicht tun sollen. Mann, ich hatte da doch sogar noch eine Plattform, wo ich hätte stehen können, aber nein! Ich bin so gut, ich brauche diese Plattform nicht. Warum will die Kamera unbedingt, dass ich nach rechts gehe? Meine Links, wir können mit den Embern nicht wieder nach oben gehen. Nach links zu gehen wäre eine schlechte Idee. Oh Gott, die überkreuzen sich. Heilige Scheiße. Okay. Das jetzt, glaube ich... Scheiße! Oh Gott. Das ist extrem schwer und ich glaube, das ist auch gar nicht so gedacht, dass man das schaffen soll. Man soll nur merken, jawohl, ich bin jetzt zu schlecht. Ich bin nicht mehr gut genug, um das hinzukriegen, weil diese Hand-Augen-Koordination habe ich nicht mehr. So, keine Chance. So, doch. Oh doch, es ging besser als letzte Mal und das reicht, um hier runterzuschweben. Die wissen schon, warum sie es nicht an einer Stelle gemacht haben, wo es essentiell ist, dass man das wirklich schafft, wo man irgendwo hochspringen muss, sondern eher irgendwo, wo man runterfällt. Das ist auch in Ordnung. Aber man kommt so schnell durcheinander, weil man es natürlich gewohnt ist, mit dem oberen Ember eine andere Richtung zu lenken als mit dem unteren. Und dann ist es aber eine andere Farbe und dann überkreuzt sich das. So schnell kann man nicht denken. Das ist wahnsinnig schwer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Spieler gibt, die das wirklich gut schaffen und gut hinkriegen. Komm, renn, mein Wesen. Verdammt. Guck mal, wir haben uns komplett aufgelöst. L-Zeit, um die Ember aufprallen zu lassen. Hä? Ah, okay. Wir sind jetzt genau andersrum. Wir sind jetzt genau andersrum. Das gibt's ja gar nicht. Verstehe ich noch nicht. Prall aus größerer Distanz auf. Okay, um die Verderbnis zu zerstören. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe.
Wir müssen auf einer größeren Distanz gehen und wenn wir dann zusammenprallen, dann können wir die Verderbnis damit kaputt machen. Guck mal, jetzt sind wir komplett aufgestiegen. Jetzt sind wir echt so ein noch viel mehr ein Überwesen. Ich war eigentlich der Meinung, dass wir jetzt sterben, aber wir sind ein viel krasseres Überwesen als vorher. Donnerwetter. Wir sind jetzt ein viel krasseres Überwesen, weil jetzt haben wir buchstäblich eine andere Stufe des Daseins erreicht. Jetzt sind wir ein immerwährender, aufgeteilter Ember. Und im Prinzip... Ja, wir sind halt aufgestiegen. Das ist wie in God of War, als sich Athene geopfert hat, um Zeus zu retten. Wisst ihr, wie ich meine? Da ist sie aufgestiegen und ist ein höheres Wesen geworden. Und genau das ist hier auch passiert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt buchstäblich die Verderbnis an sich bekämpfen. Alter. Okay, wir sind also kein Katzenwesen mehr, sondern jetzt aufgestiegen. Krass, Mann. Einfach so eine höhere Wahrnehmungsstufe ist da mega cool. Und ich muss hier mehrere gleichzeitig treffen, damit wir mal ein bisschen besseren Schaden machen. Ah, Mann, ey. Ist natürlich schwer. Jetzt muss ich halt das machen, was im Spiel eigentlich am schwersten ist, nämlich beides gleichzeitig zu steuern. Wenn wir bei dem nicht unbedingt auf verschiedenen Seiten sind, das ist auch besser. Es ist kein Weltuntergang, aber es wäre besser, wenn wir nicht sind. So. Und komm, jetzt nur noch einer. Und ich habe sogar noch einen Energiepunkt. Und jetzt hier ins Herz rein, oder wie? Oder wohin muss ich? Oh! Jetzt zeigt er sein... Oh, warte. Ich glaube, wir müssen so zusammen... Jawohl! Ach, scheiße! Okay, ich musste mich zusammenfügen und ihm dann einen Schlag verpassen. Komm, nochmal. Meine Energie, ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr das eben gehört habt, das war mein Windows, das war nicht euers. Verdammt, ey, meine Fresse. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, als unser Wesen diese Verderbnis aufgenommen hat, da hat es ja richtig gekämpft und ist selber blau geworden. Da dachte ich, okay, die Verderbnis hat ihn jetzt verzehrt. Aber es ist im Prinzip ist genau das Gegenteil passiert. Ich habe die Verderbnis so krass verzehrt wie noch nie zuvor. Geil. Das ist ein cooler Showdown. Es ist sehr kreativ. Ich hätte tatsächlich gedacht, es passiert noch mehr, aber sobald... Oh, weh. Aber sobald die Glyphen einander überkreuzt haben, sich bewegt haben und einander Plätze getauscht haben, da war vorbei. Schwerer kann es nicht mehr werden, buchstäblich. Okay, jetzt wird's knifflig. Oh Gott. Meine Fresse. Oh nein. Obwohl, das war gar nicht schlecht. So. Ist blöd, dass ich da so früh den Energiepunkt verloren habe. Das war nicht gut. Oh, scheiße, ich hätte auseinanderbleiben sollen. Okay, aber ich denke, das Spiel ist recht fair. Es bewegt sich ja noch, also wir sind jetzt immer noch in der letzten Phase. Gut. Komm, die eine Glyphe habe ich jetzt verstanden. Das ist kein Problem. Die blauen Glyphen nicht berühren, die anderen Glyphen... Das ist in Ordnung, die habe ich kapiert. Bam. Sobald sie erscheinen, sofort zerstören. Bam. Sehr gut. Und... Bam. Okay, das war riskant, aber hat funktioniert. Bam. Oh, Vorsicht. So ein gerader Schuss ist tatsächlich relativ ungewohnt für das Spiel. Es sind sonst immer so ein bisschen organische Bewegungen, habe ich das Gefühl. Dieser gerade, fast industrieller Schaden, der ist so ein bisschen ungewohnt, finde ich. Es war immer irgendwie organisch. So, aber jetzt komme ich gerade sehr gut klar. Wir haben immer noch volle Energie. Also das heißt, ich kann einen Schlag einstecken. Das ist immer nicht so viel. Ich habe volle Energie, das heißt, ich kann noch einen Schlag einstecken, bevor ich sterbe. Das ist in anderen Spielen sehr wenig. Komm schon, jetzt kriege ich ihn doch. Ja, ein... Ah, verdammt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich in der Bewegung zwei schaffe. Ja, komm. Ah, ich hab dich. Ich hab dich, verdammte Verderbnis. Ich werde jetzt die ganze Welt von Verderbnis befreien.
Tja. Sehr cool. Leute, ich habe irgendwie vor 2 Wochen das letzte Mal aufgenommen. Wenn ich gewusst hätte, dass wirklich nur der letzte Bosskampf ist und ich nach 10 Minuten mehr Aufnahme fertig bin, dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr aufgenommen. Das tut mir jetzt leid, dass das so eine kurze Episode ist, aber das Spiel ist vorbei. Oh, meine Güte. Also, das war die letzte Episode, Embers of Mirim. Und, ich hatte es zwar im Plan angekündigt, nukram.de/plan, dass dann ab der nächsten Woche, das ist die KW 48 im Jahr 2019, die KW 49 ist das, dass es da dann wieder 3 Serien geben wird mit je 2 Episoden. Aber Embers of Mirim ist vorbei, also wird es nur 2 Serien geben mit je 3 Episoden, nämlich Minecraft Polite und Asterix und Obelix XXL3. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal und so. Tschüss.